Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet, heute mit einem neuen Verbrauchsvideo. Und zwar geht es heute auf Verbrauchsfahrt mit dem hier stehenden Audi A4 45 TDI Quattro. Unter der Haube 3 Liter V6, 231 PS, 500 Newtonmeter, gekoppelt an einen 8-Gang Wandelautomatik. Wie wir sehen, 18 Zoll Sommerreifen sind drauf. Wir haben hier ein schönes S-Line-Paket. S-Line Exterior All Black, außen schwarz, innen schwarz. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe nicht, dass die Zahlen am Schluss schwarz sind oder schlecht sind für den Wagen, wenn wir ihn jetzt auf die Verbrauchsrunde schicken. Wir fahren immer eine vorgegebene Strecke, knapp 110 Kilometer lang. 10% sind Stadtverkehr, 50% sind Überlandfahrten und 40% sind Autobahnfahrten. Bei einem Fahrzeug wie dem A4 45 TDI haben wir gesagt, fahren wir auf der Autobahn ein V-Max von 140 Stundenkilometer. Bei E-Fahrzeugen wäre es 120 Stundenkilometer. Und bei Performance-Fahrzeugen haben wir gesagt, machen wir dann den Schritt auf 150 Stundenkilometer. So viel zur Vergleichbarkeit. Und jetzt fahren wir erst einmal mit dem Wagen hier an die Tankstelle, denn das ist ein Neuwagen, der ist offiziell vollgetankt. Dennoch tanken wir jetzt noch ein bisschen nach und schauen, ob wir den Tank wirklich so voll machen, dass wir zweimal klicken. Und dann geht es nämlich tatsächlich auf die Verbrauchsrunde, also auf zum Tanken. So, wir sind an der Tankstelle angekommen, wie wir sehen. So, der Wagen hat gerade frische 38 Kilometer auf dem Tacho. Wir nullen einmal den Tageszähler hier. So, aber natürlich soll auch der Bordcomputer genullt werden. Das machen wir jetzt hier. Tack, tack, tack. Ups. Ich gehe mal wieder rein. So, also Kurzzeitspeicher löschen. Vor allem den Langzeitspeicher, den löschen wir, der ist der wichtige. So, und jetzt geht es raus zum Tanken, denn offiziell ist er ja voll. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was reingeht. So, hier kommt die Zapfpistole. Einmal, kurz warten. Zweimal, das soll reichen. Auskippen, natürlich. So. Zu. So, gucken wir mal kurz, was gefehlt hat. Wie wir sehen, 3,3 Liter. Und jetzt gehe ich zahlen und dann geht's los.
Wir sind angekommen wieder an der Tankstelle. Und was haben wir hier heute an Verbrauch gefahren? Also, das ist unser Kilometerstand 149. Das heißt also, wir sind exakt 110 Kilometer gefahren, wie er uns hier auch zeigt. So, und jetzt kommen wir in den Langzeitspeicher. Da sehen wir es auch nochmal. Exakt 110 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 6,4 Liter gibt er an. Unser Tank, den werden wir jetzt kurz füllen und schauen uns doch einfach mal an. Ja, wie viel geht denn jetzt wirklich rein? Also, Zündung aus und raus an die Zapfsäule. Diesel rein. Einmal, zweimal auskippen, wie vorher auch. Zack. So. Tankdeckel wieder zu. Und da sehen wir 7,10 Liter. So, ich gehe zahlen und wir sehen uns jetzt bei der Abrechnung. Wir sind angekommen hier mit dem Audi A4 45 TDI Quattro Avant und zwar auf unserer Verbrauchsfahrt. 110 Kilometer sind wir gefahren, wie ihr selber schon auf dem Datenblatt entdeckt habt, haben wir den angegebenen Werksverbrauch von 6,8 bis 6,5 Litern leicht unterboten, beziehungsweise haben ihn eigentlich genau erreicht, wenn wir die Rundungen mit reinnehmen. Finde ich ganz ordentlich, finde ich ausreichend. Für einen V6 TDI ist es gut, für einen Neuwagen sicherlich auch. Der Neuwagen wird noch ein bisschen nach unten pendeln. Das heißt also, wir werden vielleicht so knapp auf die 6-Liter-Marke kommen, wenn der Einlaufprozess abgeschlossen ist. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, was allerdings stehen bleibt, ist, der V6 bleibt weiterhin mit einer Anfahrschwäche behaftet, im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern, die da deutlich besser zu Werke gehen. Das Geräuschniveau ist sehr schön, der V6 klingt schön kernig, aber wenn ihr das genauer wissen wollt, die ganzen Daten, dann verlinke ich euch oben das Video vom Audi A4 50 TDI. Das ist dann nochmal die stärkere Variante und nochmal kurz vor dem Facelift, aber es gab ja eh zwei Facelifts, das heißt also vom Fahrverhalten nimmt sich das jetzt nichts. Reine optische Kosmetik gab es hier beim Facelift. Im Innenraum hat sich was Deutliches verändert, denn das MMI kommt jetzt ohne die Touch und den Controller aus. Finde ich jetzt leider sehr, sehr schlecht, denn so ist die Bedienung mit dem Touchscreen dann doch etwas umständlicher und ablenkender vom Verkehrsgeschehen. Wichtiger ist aber jetzt, wie hat euch das ganze Video gefallen? Ich hoffe, ihr liked das Ganze. Kommentiert vor allem unten, was ihr dazu sagt, zu dem Verbrauchsvideo, was ihr zum Audi A4 Avant 45 TDI sagt und vielleicht auch, welche Fahrzeuge wir noch auf Verbrauchsfahrt schicken sollen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch noch ein Like und ein Abo dalasst. Bis dahin sage ich dann Tschüss und Servus, euer Ubi.